Fangen wir an mit InScope, der hier tatsächlich Folgendes sagt. Und zwar behauptet InScope hier ganz offen, er hat einen Shieldbreak. Ich habe kurz mit ihm auf Instagram geschrieben, Digga. InScope hat sich die Hände gebrochen, Digga. Absolut geil. Deutsche Revi einfach. Man muss sich mal vorstellen, der Junge hat so stark auf seinen Tisch geschlagen, dass er sich einfach die Hand... der hat sich die Hand gebrochen, Digga. Der hat sich die Hand gebrochen, Leute. Das ist noch dümmer, als sich in die Hand zu schneiden mit einem Messer, wie ich das gemacht habe. What the fuck? Welt. Welt seid mir gegrüßt. Ich bin... Ja, der Held der Steine, ich liebe den. Der Held der Steine in Frankfurt an meinem Herzen, von Europa meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag. Scheiße, Nico. Oh, guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, an einem fantastischen Tag. Ich wollte ursprünglich eigentlich eine Episode Tinder-Chats mit der Community zusammen hochladen. Dann bin ich also in mein E-Mail-Postfach gegangen und habe Folgendes vorgefunden. Bin aus Stuttgart, by the way, neu hier und verzweifelt. Das zweite Bild bin ich. Danke an die Mädels, wirklich. Ich find's eine Frechheit, dass ich immer auf mein Äußeres reduziert werde, ja. Ja, es ist auch einfach, also... Es ist doch einfach nicht so nice. Ah, meine Güte, ich hab große Brüste und ich hab auch einen verdammt nochmal einen Bubblebutt. Was? Wisst ihr was? Scheiß auf Tinder-Chat. Ich hab probiert, mich an neuem Content inspirieren zu lassen und hab probiert, dann im Prinzip auf der YouTube-Startseite diversen Content zu finden. Ich bin dann auf Folgendes gestoßen. Ich freue mich riesig, dieses Video mit euch zu teilen, denn heute werden neue Bewohner in Ponyhausen ein Zuhause finden. Wie wild. Wie geil. Ponyhausen. Da sehe ich mich, Digga. Falsches Video. Ihr habt wirklich unglaublich viele Modelle da. Unter anderem einen TDL 1000 mit 12 Meter Länge. Ein TDL 1000, Leute? Einen TDL 1000? Ja, also tatsächlich sind wir sehr froh, so ein Schmuckstück mal auf dem Hof zu haben. Ganz kurz, ich habe das Review mir über den 12 Meter langen Wohnwagen reingezogen. Bitte jetzt kurz anschnallen für den Kracher, weil als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, hat es mich sowas von aus dem Sitz geschleudert. Das sieht doch so aus, als könnte irgendwie der komplette Bundestag drin lassen. Setz dich mal rein, die Ecke. Junge, what the fuck? Digga. What the fuck? Was ist das für ein Bus? Der war nicht schlecht. Liebe Leute, wir wissen es alle, Tim Gabel dreht hin und wieder Podcasts oder auch nicht. Tim Gabel ist wohl auf der einen Seite dafür bekannt, dass er extrem viel redet, ohne was zu sagen. Glaub mir, das summiert sich. Und auf der anderen Seite seine Sitzpositionen und seine Präsentation der verschiedenen Körpergliedmaße. Ich möchte euch kurz fragen, wäre die richtige Sitzposition diese? Ah, meine Eier! Wäre sie diese? Oder wäre sie doch eher diese? Dann ist es immer irgendwie weird. Einfach. Tim, danke nochmal auch hier an der Stelle von den Zuschauern. Chilligen Schwanz hast du, Tim, wirklich absolut chilliger Schwanz. Die während dem Interview einfach nicht nur meine Interaktion mit dir sehen können, sondern auch einen wunderbaren Ausblick auf deine Klöten haben. Ah, sorry Leute, jetzt ist es mir aufgefallen. Jetzt weiß ich, warum meine Videos verdammt nochmal nicht viral gehen. Hey Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin aufgeregt. Ich Idiot. Ich mach immer das falsche Intro. Servus, liebe. Ach, Digga, Nico. Nico. Mann, wie unangenehm, Bro. Leute, heute habe ich ein ganz geiles Video für euch vorbereitet und ich sage euch eine Sache, ich war wirklich so aufgeregt. Blond, Brüste ist vorhanden. Ja, chillig. Ich wichse? Verdammte Scheiße, nein, ich wichse nicht. Ich habe gerade dieses scheiß Video und deswegen ist es auch nur 3 Minuten irgendwas mit der linken Hand geschnitten. Ich bin Rechtshänder, wer arbeitet bitte mit links? Wieso Spaß? Was für ein dummer Loser. Der hat sich die Hand verletzt beim Zocken. Wie kann man so ein Trottel sein? Sitze ich hier dran und probiert das scheiß Video zu schneiden. Verdammt noch einmal. Wie kann man sich beim COD-Spielen die Hand brechen? Oder beim Fortnite-Spielen. Tisch gehauen und direkt Shieldbreak gehabt. Und wer hier für diese Scheißarbeit nicht mindestens einen Daumen im linken oberen Ohrschloch da lässt, der soll sich mal erst scheiß drauf, Digga, verpiss du! Chilliges Video, Bro. Chillig. Ich schreib mal drunter. Dumm, wer sich beim Zocken die
Hand verletzt. No joke. Ja, Nico, schade drum, Digga. Schade.